Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung stärken. Wart ihr vielleicht auch schon mal im Dunkeln wie JJ und hattet kein Licht dabei? Ein Zauberstab mit Lichteffekt könnte da schon ziemlich hilfreich sein. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie könnt ihr diesen Effekt mit Hilfe von Filmora 10 erstellen? Auf diese Frage wollen wir euch heute eine Antwort geben. Bevor es aber mit dem eigentlichen Bearbeiten losgeht, brauchen wir erstmal Videomaterial und darum kümmern wir uns jetzt erstmal. Schaltet für euer Video eine Lichtquelle an und richtet sie auf die Decke vom Raum aus. Stellt sie am besten auf eine niedrige Helligkeitsstufe. Das erzeugt nämlich ein sanftes Licht und lässt es wie ein Mondlicht wirken. Jetzt filmen wir die Hauptperson. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellt die Kamera auf ein Stativ oder auf eine stabile Oberfläche. Ein wackelfreies Bild wird die Bearbeitung am Ende nämlich erheblich erleichtern. Achtet bei der Aufnahme darauf, dass nur die Hauptperson zu sehen ist, da neben der Person noch eine weitere Person steht, die das Licht steuert und wir die Person eben nicht sehen wollen. Wir werden ein kleines LED-Licht verwenden, um das Licht des Zauberstabs zu imitieren. Entsprechend zur Bewegung des Zauberstabs wird gleichzeitig das LED-Licht bewegt. Nun haben wir unser Video im Kasten und können jetzt mit der Bearbeitung beginnen. Für diesen Effekt legen wir als erstes unser Video auf der Timeline ab. Wenn wir das getan haben, gehen wir hier oben auf die Elemente und dort finden wir hier in den Filmstocks-Paketen den Bling-Bling-Effekt. Falls ihr den noch nicht heruntergeladen habt, könnt ihr das natürlich tun. Ansonsten legen wir den jetzt hier auf der Timeline ab und gehen dann an die Stelle, wo der Bling-Bling am hellsten ist. Wir können auch nochmal Doppelklick draufklicken, denn das ist ganz schön groß und können die Skalierung etwas heruntersetzen. Deswegen skalieren wir ihn etwas kleiner, den Punkt, denn das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und an dieser Stelle, wo der Bling-Bling wirklich am hellsten ist, also circa hier, werden wir Rechtsklick draufklicken und werden dann dort ein Standbild hinzufügen. Wenn wir das getan haben, legen wir jetzt diesen Bling-Bling an die Stelle ab von unserem Video, wo unsere JJ hier steht und wo das Licht angeht. An dieser Stelle legen wir jetzt hier den Bling-Bling erstmal ab. Achtet jetzt darauf, dass das Bling-Bling ja auch erst angehen muss. Deswegen können wir den hier noch etwas nach vorne ziehen von der, Zeit, sodass es eben hier noch aus ist und da mit dem Licht eben direkt auch angeht. Wir müssen jetzt natürlich noch darauf achten, dass der Bling-Bling auch direkt hier auf den Zauberstab kommt. Darum kümmern wir uns jetzt. Wir gehen jetzt an die Stelle, wo das Licht erstmalig angeht, also hier. Und da soll ja auch unser Bling-Bling auf dem Zauberstab direkt beginnen. Deswegen klicken wir jetzt hier Doppelklick auf unser Bling-Bling-Element, gehen hier auf Animation, auf Anpassen und werden einen Keyframe hinzufügen. Wir klicken auf Hinzufügen und ziehen ihn jetzt direkt hier auf den Zauberstab oben drauf. Dann, also achtet darauf auch wirklich, dass es relativ genau ist. Je genauer ihr das macht, umso besser wird dann eben auch das Ergebnis aussehen. Dann gehen wir an die nächste Stelle weiter vor, wo der Zauberstab bewegt wird, also circa hierhin, und werden auch hier einfach wieder einen weiteren Keyframe hinzufügen, indem wir das Bling-Bling-Element bewegen. Wir gehen wieder an die nächste Stelle, wo der Zauberstab sich wieder bewegt, also dahin, und setzen ihn wieder da drauf. Je genauer ihr das macht, umso besser wird es am Ende eben auch aussehen. Und das ist eben auch ganz wichtig. Hier hat er sich wieder bewegt. Also das Ganze bis zum Ende durchziehen. Und anzumerken ist hierbei eben, wie gesagt, je genauer ihr das macht, je mehr Keyframes ihr setzt, umso flüssiger wird eben auch dann die Bewegung von diesem Element. Den überschüssigen Rest hier am Ende können wir ganz einfach entfernen, also das brauchen wir natürlich nicht mehr, denn hier sind wir jetzt auch schon am Ende und können uns jetzt mal unser Video anschauen. Und nun wisst ihr, wie ihr einen Zauberstab mit Lichteffekten versehen könnt, indem ihr Keyframes in Filmora 10 benutzt und auch noch die Filmstocks-Effekte. Welche magischen Kräfte wolltet ihr eigentlich schon immer haben? Schreibt uns mal unten einen Kommentar, das würde uns interessieren. Ansonsten soll es das von diesem Video jetzt schon gewesen sein. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.